dass das fair ist. Und außerdem, es gibt keine Absprachen, schrieb Trump am Sonntag bei Twitter. Müller untersucht, ob sich Russland zugunsten von Trump in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingemischt hatte und ob es Absprachen mit Trumps Wahlkampfteam gab. Warum gibt es im Müller-Team 13 hartgesottene Demokraten? Einige davon große Unterstützer der betrügerischen Hillary. Und null Republikaner? Ein weiterer Demokrat kam gerade erst dazu, schrieb Trump mit Blick auf seine demokratische Gegenkandidatin bei der Wahl 2016. Hillary Clinton, sein Anwalt John Dowd, forderte das Justizministerium auf, dass ein Versuch Trumps, Müller als Sonderermittler zu feuern, twitterte Trump am Sonntag, habe nur sehr wenig Zeit mit Andrew McCabe verbracht. Aber er machte sich nie Notizen, wenn er mit mir zusammen war. Das gleiche mit dem lügenden James Comey. Müller untersucht auch, ob Trump mit der Entlassung Comeys versuchte. Das amerikanische Volk wird meine Geschichte sehr bald hören, dann könnten die Bürger selbst urteilen, wer ehrenhaft ist und wer nicht. Ein Buch des entlassenen FBI-Chefs soll im nächsten Monat erscheinen. Quelle: ntv.de.